7 Milliarden Euro zur Unterstützung derjenigen, die nach den jüngsten Erdbeben in der Türkei und in Syrien die Scherben der Verwüstung beseitigen müssten. Das ist das große Versprechen, das die internationale Gemeinschaft am Montag in Brüssel gegeben hat. Jetzt gilt es dafür zu sorgen, dass die Geber ihre Zusagen einhalten und das Geld und die Ressourcen denjenigen zur Verfügung stellen, die sie am dringendsten benötigen. We have to start with the most basic thing. Can we actually bring back some hope? Because remember, there is 600,000 housing units that have been destroyed, 900 schools just in Turkey. These are the figures. People have lost their livelihoods literally within seconds, and many people are still internally displaced, living in tents, living with relatives in container villages. Die Erdbeben vom 6. Februar waren die schlimmsten Naturkatastrophen, die die Region in der jüngeren Geschichte heimgesucht hat. Mehr als 56.000 Menschen starben. Darüber hinaus haben sintflutartige Überschwemmungen vor kurzem viele Menschen ohne ihre vorübergehenden Unterkünfte zurückgelassen. Die EU-Kommission hat ihrerseits 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt und ist zuversichtlich, dass das Geld schnell in die Hände derjenigen gelangt, die es am dringendsten brauchen. Very happy that this is not just academic support. This is real support that will be delivered quick on the ground. That will build back schools, hospitals, that will build back infrastructure, and this should bring back jobs and growth to the region. Die Beziehungen zwischen der EU und Ankara sind seit Jahren angespannt. Und zudem blockiert die Türkei einen Antrag Schwedens auf Beitritt zur NATO. Doch an diesem Tag gewinnt die Diplomatie. Trouble brings the people together. So I think this, if this earthquake has any positive element, if that is the improvement of our relationship, it's only the better. We care. Die EU wird im Juni dieses Jahres eine Folgekonferenz zur Unterstützung Syriens organisieren.